Hallo und herzlich willkommen, meine Turnschuhfreunde, hier mit einer weiteren Folge von Sneakers Spezial. Diesmal mit dem Hummel Marathoner OG CDO Kollabo mit Overkill. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Wann und wo wird der Schuh kommen? Der Schuh wird kommen jetzt am 25.11. passend zum Start vom Black Friday bei Overkill zuerst. 19 Uhr zuerst in Store und die restlichen Paare werden am nächsten Tag, also dann am 26.11., den Samstag, online dann verfügbar sein, wenn halt welche übrig bleiben. Das kann man halt nicht vorher wissen. Und der Schuh wird 135 Euro kosten. Der kommt in einer krassen Special Box mit Röhrensocken und wirklich eine coole Box mit verschiedenen Illustrationen drauf. Ist echt cool gemacht wieder. Das Gute an Overkill ist halt, dass sie immer an kleinste Details denken, ob es Schuh ist oder die Box ist oder halt der Box Inhalt. Ist echt krass. So, kommen wir kurz zum Aussehen vom neuen Hummel Marathoner. Und zwar ist es ein OG-Modell von 1983. Er hat typisch fürs Modell ist die vier Belüftungsösen sowohl außen und innen. Das ist halt das typische Markenzeichen. Und er holt dich mit seinem Design einer Ära der 90er Jahre mit vielen bunten Farben. Kommen wir kurz zu den Materialien. Und zwar hat der Marathoner ein zartes, weißes Mikro-Wildleder. Und der Farbverlauf ist so ein helles Violett ins übergehende tiefe Violett. Das ist echt cool. An sich wirklich, die Hauptfarben sind hier weiß und violett. Ein bisschen heller und ein bisschen dunkler wird es. Und was auch noch auffällt, ist, dass auf der Zunge steht das Overkill-Branding drauf und vorne an der Seite steht auch nochmal Overkill drauf. Und sowohl an den Lace-Tags und Lace-Tips steht auch nochmal Overkill drauf. Auf jeden Fall, dass man gleich weiß, dass es halt ein Overkill-Kollabo ist, hat Overkill überall Overkill draufgeschrieben. Haha. Also meine persönliche Meinung ist zu dem Schuh, erstmal Props an Overkill, dass die sich überhaupt getraut haben, mit Hummel ein Sneaker-Kollabo gemacht zu haben. Das ist jetzt nicht so die erste Anlaufstelle, wo man sagt, ja, ich mache jetzt mit Hummel ein Kollabo. Sonst sind ja eher die typischen Marken Nike, Adidas, Essex, New Balance und so weiter und so fort. Also erstmal Props da. Da war ich zuerst skeptisch, aber jetzt finde ich ihn richtig stark. Wirklich ein OG-Modell. Weiß und lila passt. Der CW ist top. Und an das Modell und an die Marke kann man sich auch dran gewöhnen. Also ich finde auf jeden Fall geiles Ding. Also der Size Run wird so sein. EU 38 bis EU 46 ist so der typische Size Run für Kinder, Frauen, Männer und so weiter und so fort. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr jetzt nächsten Freitag bei der Overkill Release Party bzw. bei dem Release vom neuen Marathoner Hummel dabei sein wollt. Wie gesagt, 19 Uhr kommt der In-Store. Nachmittags 19 Uhr halt. Und danach gibt es noch auch ein Kreuzberg eine kleine Show bzw. kleine Party und Ausstellung, wo es noch Bilder von dem Archiv von Hummel geben wird und dann gibt es Leckereien und DJ wird dabei sein und man kann Bier trinken und so weiter und so fort. Und Ende! Saufen! Geil! Ich bin auf jeden Fall auch am Start. Wir werden euch vielleicht wieder danach ein Video bringen. Ein kleines Aftermovie von der Party und vom In-Store-Release vom neuen Hummel. So, das war's dann, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne wieder einen Daumen da lassen oder auch zwei Daumen da lassen. Natürlich auch kommentieren und abonnieren und sagt es euren Freunden, dass wir einen kleinen geilen Sneaker-Blog haben und so weiter. Wir freuen uns über eure Props und wir sehen uns dann bei der Release-Party und wenn nicht, dann wieder zur gewohnten Zeit bei Sneak News. Bis dann! Tschüss.